trotzdem noch ein kurzer Rückblick auf die letzte Saison, gerade das letzte Wochenende in Bormio dann. Schön, ne? Ja, das war aber schön. Ja, das war sehr, sehr gut nochmal am Ende und ich bin aber dann, also wir haben ja die Saison sofort abgebrochen nach dem Wettkampf und dann habe ich ja meine Knieoperation gehabt, also 6 Wochen Ausfall, also geplanter Ausfall und es erschien mir halt alles sehr hektisch danach, aber es war geplant in der Form. Und deswegen habe ich halt diesen Sieg oder die letzten guten Rennen noch als was Frisches in Erinnerung, weil es ist nicht ausgeklungen langsam, sondern es war sehr gut und fertig. Und insofern, also wir sind ja dann nach Ramsau gezogen und die Motivation und das Training, es war alles perfekt im Sommer, ich war gesund. Und die Leistungskontrollen, die wir in Oberhof hatten, die waren gut, also die Steigerung war zu sehen und insofern bin ich erstmal guter Dinge. Also wenn ich gesund bleibe, dann hoffe ich mal, ich kann da anknüpfen an Bormio. Du hast das Knie bekommen, ist das alles Not? Ja, das ging sogar relativ schnell. Also ich hatte 10 Wochen Joggingausfall und bin dann aber nach 6 Wochen habe ich angefangen Rad zu fahren und ja, leichte Bewegungen, Gymnastik, Kraftaufbau und sowas. Und ich habe dann auch gemerkt, wir machen immer so Lauf-ABC, die Drills. Und wenn du, also ich konnte normal joggen. Und habe aber deutlich gemerkt, wenn wir Sprünge gemacht haben, so mit dem rechten Bein und mit dem linken Bein, ich hab das Feingefühl nicht gehabt. Und das halt aufzubauen, das hat nochmal, ich denke mal, so 2 Monate gedauert. Und das ist nicht viel, ne? Das brauchst du im Langlauf im Prinzip nicht. Wenn man halt das schöne Balance findet, dafür wäre es schon wichtig. Und insofern also eigentlich ziemlich gut rehabilitiert. ZLK hat aber jetzt gezeigt, also, dass du wieder voll in Form bist und dass also zu den vergangenen Leistungen eigentlich nichts fehlt. Ja, die Zeiten jetzt bei der, jetzt geht ja mal um die Zeiten als um Plätze und die Zeiten, die waren genau im Bereich von mir, wenn ich normal fit drauf war, also normal gut drauf war. Jetzt nicht besonders fit, aber auch nicht hinterher und das gibt mir halt auch Mut. Also, das ist ja ein gutes Ergebnis, ist immer. Im Sommer ist es immer mit Vorsicht zu genießen, weil es ändert sich mal schnell im Winter. Aber das andere ist das, wenn du ein schlechtes hast im Sommer, dann bist du halt auch gleich mal demotiviert. Und insofern ist ein gutes Jahr immer ein bisschen besser. Jetzt steht eine anstrengende Saison vor dir mit eigentlich 3 Höhepunkten, sprich Tour de Ski, Vorolympische Spiele Vancouver und dann die WM in Liberec. Willst du alles 3 mitmachen und wie gehst du rein? Es ist so, wenn die Saison gut anläuft, wenn ich wirklich richtig fit bin, dann konzentriere ich mich als erstes auf die Tour de Ski und danach auf Liberec. Und dann fällt Vancouver weg. Wenn ich allerdings jetzt irgendeine Krankheit habe oder so, dass die Tour de Ski zum Beispiel ausfällt, dann muss ich schnell umschwenken. Dann muss das flexibel sein. Ne? Dann denke ich mal, also wenn sowas passiert, dass ich dann halt unter Umständen zum Beispiel nach Vancouver fahre und dann Liberec oder. Also das ändert sich auf jeden Fall dann. Aber wenn alles normal verläuft, dann fällt Vancouver weg. Wo denkst du, hast du lieber jetzt die größten Chancen? Das ist ja auch die Geschichte bei mir. Ich bin ja Allrounder, ne? Und es ist ja schon passiert, dass ich manchmal im Skating-Sprint gut war und im klassischen Langrennen. Und insofern ist es schwer zu sagen. Also ich bin ja nicht wirklich so spezialisiert. Und naja, ich probiere einfach alles zu gewinnen. Jetzt habt ihr hier eine neue Einladung bekommen. Natürlich an die Frau die Frage. Schön, ja. Nee, wir haben also einige Einkleider, ich weiß nicht, ob man das jetzt mal, ich gehe mal ein Stück zurück. Also wie zum Beispiel hier von Löffler, die machen jetzt wirklich schöne Sachen. Also was heißt jetzt wirklich? Also wir kriegen halt so extra Teile, die kann man also wirklich angenehm verwenden. Also Qualität und so, das wird nicht schlechter, sag ich mal. Die Farbe orange, die Jacke jetzt. Das ist so, du hast ja manchmal Sachen, wenn du die das erste Mal siehst und denkst, dann kann es sein, dass es dir dann nach einem halben Jahr besser gefällt. Und ja, kann passieren, ne? Okay, dann suchst du dir aber eine Erfolge. Nee, ich finde es schick. Also nicht, dass dir jetzt was Falsches ins Internet stellt. Und viel Spaß mit der neuen Einkleidung. Dankeschön. Danke. Okay.